Heute mal etwas anderes. Heute zeige ich euch, was passiert, wenn ihr bei Lufthansa Miles & More etwas bestellt. Ja, ganz genau. Ich habe ein Flugzeugmodell bestellt. Wir haben das Jahr des Metal Ox im Chinesischen. Aber für mich ist dieses Jahr das Jahr von Lufthansa Miles & More. Und natürlich, um mein Lufthansa Miles & More Fandom noch weiter auszubauen, ist es einfach so, dass wir nicht nur die Meilen, die heute gut geschrieben worden sind, nämlich die 5000 Statusmeilen, wenn ihr eine Kreditkarte habt, sondern natürlich auch das Ganze feiern mit dem Accessoires. Einmal natürlich Lufthansa Logo. Ja. Und auch ein Lufthansa-Modellflugzeug. Das Modellflugzeug, was ich hinter mir habe, ist eine Emirates. Ich werde es euch gleich näher zeigen, eine 777. Aber das neue Flugzeug, bleibt gespannt. Ich mache ein Unboxing. Also, bis nach dem Intro. Mein Name ist Lars Korsten. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Status zu bringen. Und heute zeige ich euch, ja, was ich Schönes von der Katze vor die Tür gelegt bekommen habe. In dem Fall war es nicht die Katze, sondern DPD. Und wenn ihr möchtet, lasst mir ein Like da für das Video, ein Dislike, wenn ihr es halt nicht mögt. Aber auch schön gerne im Kommentarfunktion, die Kommentarfunktion benutzen. Dann schauen wir doch einfach mal, was das Paket ist. Das ist ein Riesenpaket, ne? Viele Aufkleber. Und dann werden wir auch direkt mal den Winkel ändern. Dann schauen wir einfach mal, was drin ist. Machen wir das Ganze einfach mal auf. Zumindest ist da viel Styropor drin. Oh ja. Weg. Oh. Noch mehr Styropor. Ah, da müssen wir erstmal Styropor rausholen. Wer von euch kann denn schon sagen, anhand des Flügels, was es ist? Ah, unten in der Kommentarspalte. Aber eigentlich wisst das ja eh schon, weil es steht ja in der Überschrift. Ja, dann schauen wir mal, was weiter drin ist. Fahrwerk. Ständer. Die Ruder. Das Flugzeug. Ja, das war's dann. Müssen wir zusammenbauen, ne? Schauen wir mal. Dann setze ich mich mal wieder hin. Legen wir mal die Tastatur und die Maus weg. Dann haben wir ein bisschen Platz. Dann lege ich euch die Teile einmal so nebeneinander, dass ihr es noch mal seht. So. Fahrwerk können wir auch einmal auspacken. Ups, wollte schon wieder was abhauen. Und dann. Hat was von Lego, ne?
den Ständer aus Plexiglas vom Plastik befreien. Bleibt ein bisschen Plastik hier stecken, aber so ist das. So, jetzt seht ihr, was es alles gibt. Dann fangen wir doch einfach mal an. Den Ständer in die Mitte gestellt, die Schraube. Die Ruder nicht, wollte ich euch nicht vorenthalten. Einfach rein. Falsch rum. Ja, und wenn ihr die ohne Fahrwerk machen wollt, gibt es da nochmal die kleinen Teilchen, dass ihr das so ohne Fahrwerk zeigen könnt. Fahrwerk runtergefahren. Ich weiß gar nicht, muss man das kleben? Also ich will es nicht kleben, weil wenn ich es klebe, dann hält es nicht mehr. Beziehungsweise kann ich nicht mehr tauschen, so rum war es. Wenn ich es klebe, hält es natürlich, aber so müssen wir noch mal kurz gucken. Wunderbar. Haben wir nichts in der Box vergessen? Glaube nicht. So sieht's aus. Und dann kommt natürlich der Akt für euch. Die Emirates 777 in der Scale 1:200 wird in Rente geschickt, zumindest auf dem Trolley. Und da kommt jetzt der Vogel drauf. Dann seht ihr das auch im Hintergrund wesentlich besser.
Müssen wir ein bisschen an der Lampe arbeiten. Aber so wird es aussehen. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde noch mal kurz auf die Details eingehen. Heißt also, ich kann noch mal kurz euch sagen, was das Ganze gekostet hat. Wenn ihr das Flugzeug auch bestellen wollt, der Link zum Flugzeug gerne unten in den Shownotes bzw. dann auch auf dem Lufthansa World Shop. Da könnt ihr ihn suchen unter den Modellflugzeugen. Das ist das Limox Lufthansa Airbus A350 Modell in 1:100. Hier seht ihr mal einen 1:200 und das andere ist dann nochmal doppelt so groß und kostet, wie ich schon sagte, 298,99 € oder 78.000 Meilen. Wenn ihr den auf Punkte kaufen wollt, könnt ihr auch das mixen, das geht natürlich auch. Aber was ganz wichtig ist, ich empfehle immer den zu kaufen mit dem Geld, weil ihr kriegt ja auch Meilen, wenn ihr es kauft. Also einmal von der Weite her sind es 66,5 von der Wingspan. Nehmen wir den doch einfach mal in die Hand, damit ihr das einmal seht. Oh mein Gott, ist schon schwer, das sind 2,5 Kilo Plastik. Also das hier sind 66,5 Zentimeter, 30 Zentimeter ist er von der Höhe vom Boden bis hier und dann 65,50, also 65,5 Zentimeter ist er in dieser Länge, also quasi so. Ne? Schon massiv. Ja, danke, dass ihr heute wieder dabei wart beim Frequent Traveler TV und ich stelle das Flugzeug wieder hier auf meinen Trolley, damit ihr den im Hintergrund bei den nächsten Videos wieder seht. Wenn ihr Fragen habt, gerne wieder unten in den Shownotes. Also, bis zur nächsten Ausgabe von Frequent Traveler TV. Danke, dass ihr dabei wart.